Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und wie so oft halte ich ganz oft schon mein Videothema vor mir in den Händen. Aber bevor ich zu diesem Thema komme, gibt es noch andere wissenswerte Updates, die kommen jetzt gleich nach der Intro. Ja, manche haben mich schon vermisst. Ich habe letzte Woche kein Video gemacht. Ich war einfach mal erkältet. Und es kommt leider vor. Geht mir jetzt wieder besser. Und so habe ich dann doch beschlossen, mal noch so ein Video zu machen zum Thema weihnachtliche Geschenkideen. Weil es gibt ja immer noch so für die Nachbarin oder für die Freundin, dass man sagt, ich hätte gar noch eine Kleinigkeit. Und während der Fokus in dem Video mit der Adventsausstellung auf den Arbeiten mit 4 Kerzen lag, wie ja immer der Fall ist, zeige ich euch einfach jetzt nochmal so weihnachtliche Geschenkideen und Kleinigkeiten, die man jetzt sehr schön noch machen kann und ganz toll verschenken kann. Das ist zum Beispiel hier ein kleines gestecktes Bäumchen. Ja, das ist hier ein sehr schönes Gefäß in Keramik, Bäumchen mit Schleifchen. Da ist Steckmasse drin und da sind die Zweige, das ist eine Eibe, die ist gesteckt. Und dann haben wir das Ganze mit einem feinen Bouillondraht. Ja, da zeige ich euch nochmal den Artikel bei Floristik24 mit einem Bouillondraht umwickelt. Und dann hat dieses Bäumchen so einen Glanz und mit Kugeln beklebt. Und hier oben haben wir noch einen schönen Hirsch drauf gemacht. Den gibt es auch bei Floristik24 und den finde ich total schön. Das ist sogar so ein Set mit vielen Hirschen. Die gibt es auch noch in einer anderen Farbe. Gefallen mir total gut. Ja, dann gibt es ja auch manche, die sagen so, wir haben noch gewickelte Kränze. Gibt ja auch viele Kollegen von mir, die zuschauen. Ein ganz herzliches Hallo. Ja, und da haben wir zum Beispiel auch aus gewickelten Kränzen, da haben wir die Kränze auf einen Teller gesetzt, ja, auf einen schönen Dekoteller. Hier, wenn ich es ein bisschen kipp, hier am Rand sieht man den Teller, der ist in so einem kräftigen Rot. Haben die Amaryllis reingepflanzt, ja, in die Mitte. Haben das Ganze schön dekoriert und wie so oft sieht man hier, ich nehme ja sehr gern die Lichterketten mit Schnur, mit Timer und da haben wir die Lichterkette, ja das Lichterkettensäckchen hier wieder schön in Filz versteckt, so dass man es eigentlich gar nicht so richtig sieht und durch den Timer ist es ja immer 6 Stunden an und 18 Stunden aus, sprich also bei mir zu Hause geht es jeden Tag so um 17 Uhr an, 23 Uhr aus. Einmal den Schalter in die Mitte gestellt, geht jeden Tag automatisch. Und das ist jetzt hier die Lichterkette in diesem schönen Kranz mit Amaryllis. Und das Ganze gibt es natürlich sowohl mit Lichterkette. Ja, ich mache es wieder aus, damit es nicht im Video nicht hier vorne dran stört. Sowohl mit Lichterkette als auch, und hier sieht man, ist die Amaryllis jetzt schon ein bisschen höher. Das Ganze ist hier auf einem goldfarbenen Teller gearbeitet und hier ist die Amaryllis schon ein bisschen erhabener und das ist jetzt aber ohne Lichterkette. Das ist leider ein Artikel, der sich nicht versenden lässt. Irgendwie ein bisschen schwierig, obwohl wenn man die Amaryllis, wenn die noch ganz klein ist, dann könnte man die gut einwickeln theoretisch. Ja, aber natürlich nicht, wenn die Amaryllis schon so hoch ist, dann würde ich die nicht mehr so gern versenden. Weil manche fragen ja immer so, ach Margit, kannst du mir das und das schicken? Ich kann ja viele Sachen schicken, ja, nicht alles. Aber ja, meldet mir einfach, ich bin ja immer gesprächsbereit. Hier haben wir noch für jemand, der sagt, oh, was für ein schöner Kranz, den könnte ich mir auch nächstes Jahr wieder einfach nur ein bisschen frisch ausgrünen, das Moos hält. Es ist ein wunderschöner, großer Weihnachtstürkranz. Man sieht also, wie groß der ist. Ich kann mich dahinter super verstecken, in diesen schönen, warmen Farbtönen. Und den Kranz haben wir jetzt, also den würde ich auch per Post versenden. Den haben wir sogar im Sonderangebot für nur 50 Euro. Das ist total günstig für diesen schönen Kranz. Natürlich auch ein bisschen, weil Weihnachten jetzt naht. Noch ist er da. Kranz plus Versand. Meldet mir einfach
Und der ließe sich auch nächstes Jahr ganz einfach, wenn man hier ein bisschen frische Muschelzypresse, Konifere, ja, also einfach nur ein paar Schniebel frisches Grün, weil das hier ist alles haltbar, die Kugeln sind haltbar, also da ist ganz viel Haltbares drin, und mit wenigen Schnipseln kann man den natürlich wieder super schön frisch machen und dann hätte man auch im nächsten Jahr einen schönen stattlichen Türkranz. Ja, das ist jetzt zu dem Türkranz. Dann ist natürlich immer ein sehr schönes weihnachtliches Geschenk ein sogenannter, Moment, ich muss ihn mal aus dem Wasser holen, ein sogenannter Dauerstrauß. Das sind Sträuße, die sind nur mit Nadelgrün gebunden und deswegen sagen wir Dauerstrauß, weil die halten ganz toll. Die kann man also sehr, sehr lange sich hinstellen. Und die sind jetzt auch mit Kugeln, mit Zapfen, mit Orangenscheiben, Anissternchen, Zimtstangen. Also es ist wirklich wie aus der Weihnachtsbäckerei. Und hier sieht man also auch, das sind wirklich nur nadelgrün Stiele. Und also wir stellen ihn mit Wasser hin. Man könnte ihn sogar theoretisch ohne Wasser, aber mit Wasser hält er natürlich länger. Auch der lässt sich einrollen und auch der geht auf dem Postweg, ging zum Beispiel, liebe Rosemarie, nach Rügen. Ja. Und also ging schon in viele Richtungen, ging Dauersträuße. Und es ist also wirklich ein sehr, sehr schönes weihnachtliches Mitbringsel, an dem man auch ganz lang Freude hat. Dann gibt es eine schöne Variante des Weihnachtsbaums für Leute, die sagen, ich möchte zwar gerne einen Weihnachtsbaum, aber ich habe eigentlich keine Lust, danach im Garten den Weihnachtsbaum einzupflanzen. Also das ist jetzt hier. Auch mit Lichterkette ein Bäumchen. Das haben wir hier. Hier haben wir das Gefäß sehr schön verkleidet. Und das ist ein Bäumchen. Das ist tatsächlich nur mit Zweigen gesteckt. Und wenn Weihnachten vorbei ist, also mit Filzschleifchen, mit Kugeln, und das ist auch mit Zweigen gesteckt. Ist natürlich sehr schön gesteckt, dass der eine hübsche Mitte hat. Ist so gesteckt, wie ein Baum auch gewachsen sein könnte. Hat auch eine schöne Höhe. Okay, der steht jetzt auf einer Weinkiste. Aber wenn man die Weinkiste abzieht, also der ist schon so 1,30 ungefähr. Und das ist eine ganz tolle Alternative zu einem Weihnachtsbaum. Und nach Weihnachten kann man sagen, ich werfe die Zweige in die Tonne. Und dann brauche ich nicht irgendwo was einpflanzen, weil oft war es tatsächlich so, die Zuckerhutfichten, die wir verkauft haben, die wurden dann nicht ordentlich gewässert und letztendlich sind sie leider doch eingegangen. Aber wer Platz hat im Garten, kann ja auch sehr gern natürlich ein schönes Bäumchen einpflanzen. Ja, dann ist auch immer ein hübsches Geschenk, das ist natürlich der Klassiker, ein Weihnachtsstern. Und ein Weihnachtsstern macht natürlich auch mehr Laune, wenn er schön ausdekoriert ist, schön üppig. Und hier sieht man auch, das sind also wieder die Weihnachtssterne von unserem regionalen Bad Homburger Anbieter. Liebe Grüße. Ihr habt tolle Ware und die sind also regional gezogen, kurze Transportwege und die haben wir ein bisschen ausdekoriert mit Konifere und dann sieht das gleich so üppig aus und das sieht einfach ganz anders aus als, wie drücke ich das immer aus, als ein Weihnachtsstern von einem Billiganbieter. Und einen Weihnachtsstern beim Floristen zu kaufen, lohnt sich natürlich auch in anderer Hinsicht. Wir packen die gut ein, weil Weihnachtssterne, die kommen ja aus warmen Gefilden, kommen eigentlich aus Mexiko. Und das, was wir jetzt aktuell draußen haben, diese Minustemperaturen, da haben die Weihnachtssterne überhaupt keine Lust drauf. Und das halten die auch nicht aus. Und wenn man die jetzt einmal durch die Kälte trägt, dann ist das ganz schlecht, um das ganz ehrlich zu benennen. Und dann erfrieren die natürlich ruckzuck, auch mit wenigen Metern. Und vom Floristen werden die schön doppelt verpackt, kommen die gut an. Also wir bemühen uns schon, dass unsere Kunden Ware bekommen, an der sie auch richtig lang Freude haben. Gibt ja auch viele YouTuber, die extra für die schönen Sachen den weiten Weg zu mir in Kauf nehmen. Und ja, da muss ich doch erwähnen, liebe Ingrid, die wird auch einen weiten Weg fahren und holt sich ihre eigene Christrosenschale. Es ist immer, ich finde, das ist immer total schön und es, ja, ich freue mich total und es ehrt mich, dass ihr so, ja, dass ihr so weite Wege in Kauf nehmt und es ist, ja, es ist einfach eine Riesenfreude mit euch. Ja, dann gibt es noch für draußen,
Ein sehr schönes Geschenk. Das ist eine ausdekorierte Gaultherie oder auch Scheinbeere genannt. Die haben wir hier in so ein Filzmäntelchen gepackt. Damit das Wasser unten ablaufen kann, haben wir keine Folie reingemacht, sondern wir haben die nur mit dem Filzmäntelchen eingepackt, schön mit einem Filzband. Also die ist so richtig eingekuschelt und da haben wir eine schöne weihnachtliche Kugel gegeben. Und die ist also auf jeden Fall für draußen. Ja, und die wird auch lang im Winter Freude bringen. Und man kann ja zu dem späteren Zeitpunkt einfach die Kugel rausmachen. Und dann hat man immer noch einen tollen Farbklecks. Und man kann sie auch einpflanzen. Also die treibt auch wieder raus. Das ist auch was richtig Schönes als Geschenk, was man natürlich in verschiedenen Farbvarianten machen kann. Hier haben wir jetzt also eine Gaultherie in grünen Filzmäntelchen. Da haben wir eine silberne Kugel rein. Ja, also gibt es ganz viele tolle Varianten. Und um bei den Geschenken zu bleiben, die schönen Geschenke, an denen man auch lang hat, das ist jetzt auf einem goldenen Teller, so ein bisschen aufpassen, wenn ich so schräg halte für die Kamera, auf einem goldenen Teller eine Kerze, eine große Kerze, und die haben wir in einen gewickelten Kranz gesetzt. Und wenn die Kerze abbrennt, kann man die einfach ein bisschen höher setzen. Ja, im Moment ist das noch sehr schön, aber das ist wirklich eine stattliche Kerze, an der man lang Freude hat. Und die kann man sich also wunderschön hinstellen. Wenn man sagt, ach, ich brauche gar nicht unbedingt 4 Kerzen, das ist also auch noch für die ganzen Weihnachtstage und ja, bis zum 6. Januar räumt man ab, oder? Also bis in den Januar hinein kann man das also wunderschön anbrennen. Und diese Deko hier ist zum Beispiel auch ohne Kugeln. Ja, also das ist was, das ließe sich auch sehr gut versenden. Ich bin ja im Verpacken, Gott sei Dank, eigentlich gut drauf, weil selbst Vasen und alles, was ich versendet habe, auch wirklich fragile Dinge, die sind alle gut angekommen. Da freue ich mich immer total, wenn ihr die E-Mails schickt, liebe Irene zum Beispiel, dass alles gut angekommen ist. Das ist toll, weil ich freue mich auch immer, wenn alles gut klappt. Und Weihnachtssterne gibt es ja nicht nur in Rot. Das ist jetzt ein Weihnachtsstern in Weiß, in einem goldenen Topf. Und ich finde auch, der ist ein totales Prachtexemplar. Ja, also das ist, guck mal, wie bezaubernd diese tolle Blütenpracht, die ich so in die Kamera halte. Das ist absolute Sahnequalität. Und also den würde ich mir sofort zu Hause hinstellen. Und auch den haben wir so richtig schön buschig, üppig gesteckt in einen edlen goldenen Topf. Und ich würde sagen, also, wenn ihr den verschenkt, da guckt jeder, der kommt echt, also der kommt echt gut an. Und das ist ja, wow, ein kleines Weihnachtsstern-Blütenmeer. Auch von unserem regionalen Gärtner. Die Nachbarn von den Gärtnern haben es auch mitbekommen. Man darf auch Namen nennen, wenn was Gutes ist. Der Gartenbau Pippert in Bad Homburg. Tolle Sachen. So, und dann kommen wir natürlich auch mal zu unserem Objekt der Begierde. Das ist die Amaryllis, die man auch einzeln sehr schön dekorieren kann. Da habe ich schon mal ein Video gemacht dazu. Da mache ich euch den Videolink oben rein. Das könnt ihr euch anschauen. Das ist auch ein sehr schönes Geschenk zu Weihnachten. Entweder winterlich dekoriert ohne Kugel oder weihnachtlich mit Kugel. So, Moment, jetzt muss ich erstmal kurz ans Telefon. Kleinen Augenblick bitte. Guten Tag, hier ist Margit Strack. Ja, okay, gerne. Machen wir gern. Ja. So, genug der Geschenke, der kleinen Geschenkideen zu Weihnachten. Jetzt geht es endlich zu dem Video, zu dem wir eigentlich kommen wollten. Und ich habe mir mal ein paar Handschuhe angezogen, weil ich pflanze ehrlich gesagt ziemlich ungern ohne Handschuhe, weil meine Hände sind belastet genug und man muss ja doch die eigenen Hände ein bisschen schonen. So, und hier habe ich jetzt wieder, das kennt ihr von den Christrosen, das haben auch viele von euch bestellt. Hier haben wir wieder diesen schönen Dry Pot, der auch so schön diesen Kunststoffboden hat und auch eben so toll dicht ist. Und den nehme ich heute aber nicht für Christrosen, sondern den möchte ich heute gern nehmen um mein Amaryllis-Arrangement. Und das mache ich jetzt tatsächlich mal für eine ganz wichtige Kundin und da überlege ich auch, ob ich mir sowas auch noch mache. Ich gucke mir das Ergebnis jetzt einfach mal an und ja,
Den nehme ich heute eben für was anderes. Und ihr seht dann, wenn man sowas mal hat, so ein Gefäß, dann kann man das für ganz viele Dinge nehmen. Und selbst wenn ihr so ein Drypot, ja, wenn ihr Löcher gebohrt habt und da eine Christrose drin war, dann könnt ihr als nächstes ja einfach eine Folie nehmen und legt die Folie über die Löcher und macht den Drypot dann einfach wasserdicht. Ja, das geht natürlich auch. Das heißt, die sind ja dann nicht immer zwingend Löcher drin. Damit es jetzt eine richtig schöne Mischung ist und mein Mann liebt Rot-Weiß, habe ich Rot und Weiß gemischt. Und so, jetzt muss ich natürlich dann aufpassen, was ich wohin mache. Ich habe eine Amaryllis, das zeige ich euch mal. Das ist eine Amaryllis, die ist schön dunkel. Ja, die hat so ein richtig kräftiges Rot. Dann habe ich eine in einem hellen Rot, die heißt Red Lion. Das sind natürlich alles Premium-Amaryllis, ja, die heißen auch Hypeastrum. Und hier habe ich eine weiße mit so einem dunklen Rand, die so einen ganz zarten, dunklen Rand. Und hier, da konnte ich leider jetzt nur noch die letzte ergattern. Die fand ich toll, weil die so schön gefüllt ist. Ja, das ist doch ein Träumchen. Ja, musste ich haben. Und ein kleiner Hinweis, wenn ich jetzt normalerweise Amaryllis in diesem Topf lasse, dann ist die Erde, ist immer so viel Erde drin, dass ich die eigentlich kaum wässern kann. Ja, wenn ich die da drin lasse, dann mache ich normalerweise immer ein bisschen Erde ab, so dass ich einen Gießrand habe und dann dekoriere ich die weiter. Ja, aber das ist jetzt nur für den Fall, wenn ich die Erde drin lasse, aber ich lasse sie ja heute nicht drin. Das heißt, ich nehme das so raus und setze die ja hier in meinen Korb rein. Ich glaube, ich brauche ziemlich Erde, damit die nicht zu tief kommen. Und dann ist natürlich auch noch ein ganz interessantes Phänomen, wenn ich diese Amaryllis jetzt hier aus dem Topf nehme, ja, habe ich gerade gemerkt, dann kommt die hier raus und man sieht, batsch, also die ist sehr, sehr, Moment, ich zeige es mal hier, die ist sehr, sehr frisch getopft. Ja, und die Frage ist natürlich, warum ist die so frisch getopft? Weil man sieht, also die Erde hat überhaupt eigentlich keine Verbindung mit dem Ballen. Und da habe ich mir natürlich auch schlau gemacht und habe mir mal überlegt, was muss man denn machen, damit diese Amaryllis wieder blüht? Ja, weil viele haben diese Amaryllis und sagen auch, oh, es klappt nicht und so. Ja, also ganz wichtig ist, dass man nach der Blüte, also wenn die verblüht ist, dann muss man auf jeden Fall den Stiel von der Blüte abschneiden. Aber nicht die Blätter, weil es kommen ja noch Blätter. Man muss diese Amaryllis in nährstoffreiche Erde pflanzen. Und die alten Wurzeln, die müssen aber alle ab, um Fäulnis und Pilze zu vermeiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann lässt man die erstmal schön, schön wachsen und vor sich hin gedeihen. So, ja, Wahnsinn, gell? Hier ist alles. Die Töpfe, die sind so sauber wie neu, weil die so frisch getöpft sind. Ja, dann lässt man die Amaryllis ab Ende August, ja, die bekommt also wirklich viele Blätter. Ja, das sind, manchmal sieht man so Bilder. Also, ich gucke mal, ob ich was finde. Nee, ich gucke nicht, weil ich darf Fotos aus dem Netz darf ich nicht verwenden und ich verwende tatsächlich immer nur meine eigenen Fotos, weil mit Fotos ist immer so ein Thema mit Bildrechten. Auf jeden Fall bekommen die sehr viele Blätter. Und dann, jetzt kommt aber ganz wichtig, ab Ende August muss man aufhören, die Amaryllis zu gießen. Ja, die hat man irgendwo schön draußen stehen. Und wenn man die weiter gießen wird, dann macht die nur Blätter, aber auch keine Blüten. Und dann hört man auf zu gießen. Und wenn das Laub vertrocknet ist, dann schneidet man alles ab. Aber erst wenn das Laub vertrocknet ist und dann bekommt die Amaryllis eine Ruhepause. Und diese Ruhepause ist super wichtig. Man muss die dann trocken in Zeitungspapier einpacken und bei 8 bis 15 Grad lagern. Also zuerst im, so vielleicht im Gemüsefach oder im Keller. Ja. Und dann erst im November topft man sie ein und in neues Substrat, frisches, und stellt man sie ins Warme. Also dieser Ablauf ist total wichtig. Und erst im Dezember kommt sie an den hellen Standort und bekommt auch mehr Wasser. Also es ist unglaublich, ja, was man eigentlich beachten muss. Und ich glaube, wenn man sowas macht,
Ich kann euch das nochmal, ich versuche das immer nochmal mit Untertiteln dazu zu schreiben. Man muss sich tatsächlich so einen eigenen kleinen, ja, Notizzettel, so einen Ablaufplan machen, dass man diese Zeiten einhält, weil ich glaube, wenn man sich das nicht aufschreibt, dann hat man eigentlich keine Chance, dass man genau diese Zeitpunkte so erwischt. Und dann wird es leider auch nichts. Und ich glaube, wer keine Lust hat, das einzuhalten oder darauf zu achten, der sollte einfach eine neue Amaryllis kaufen. Ich glaube, das ist einfacher als eine Pflanze das ganze Jahr zu pflegen, die dann eh nicht blüht, weil man dann bei dieser Pflege einfach Fehler macht. Aber ich habe mich da echt mal schlau gemacht und habe auch gedacht, das muss ich euch noch mal erzählen, weil ja, wer da die Muße hat und wer einfach Zeit hat und sagt, ach ja, ich würde es gern probieren. Ich hatte auch schon Kunden, die es probiert haben. Es hat auch schon bei welchen geklappt. Da ist es natürlich eine tolle Geschichte, ne? Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal eine Amaryllis so überwintert habt und ob das geklappt hat. Würde mich total interessieren, weil das war auch wirklich so ein Teil von meinem Video. Ich habe jetzt ja hier auch 4 wunderschöne Prachtexemplare. Und da wäre es natürlich ein Träumchen, wenn man die wieder zum Blühen bringen würde. Aber das ist natürlich dann auch eine, ja, hingebungsvolle Arbeit, wenn ich das so formulieren darf. So, was mache ich hier nebenher? Ich habe jetzt meine Amaryllis gepflanzt und ich werde sie auch noch zu Hause angießen. Das mache ich nicht hier. Ich habe die gepflanzt und ich habe mir von draußen, von meinem schönen Grün, habe ich mir ein paar Zweige reingeholt, ein bisschen Seitenkiefer, ein paar Zweige. Die schneide ich mir jetzt einfach klein und stecke die hier mit in mein Arrangement. Und das ist eigentlich, das Moos braucht man überhaupt nicht fixieren. Das legt man einfach nur drauf. Und die Zweige, die stecke ich auch nur rein. Ich habe Seitenkiefer genommen. Und ich finde, da braucht man jetzt keine Massen. Da reicht eigentlich relativ wenig. Entschuldigung, ich muss mich doch noch ein bisschen manchmal räuspern, weil ich hatte jetzt wirklich so viele Wochen eigentlich eine Erkältung. Und das war ehrlich gesagt auch ein bisschen lästig. Und das hat mir auch letzte Woche die Muse dazu, ein Video zu drehen, ehrlich gesagt auch verdorben. Und ich habe es dann auch... Ich war auch erschöpft vom Advent und ich habe es dann einfach auch sein lassen. Und es haben auch schon manche gefragt, Margit, was ist los? Bist du krank? Es war jetzt nicht so ernsthaft und ja, ich habe ein bisschen gekränkelt, aber meine Meinung ist auch, alles, was vorbeigeht, ist nicht so schlimm. Und dann geht es danach weiter. Und das ist also keine ernsthafte Geschichte, sondern es ist einfach eine kleine Erkältung. Und das... Da muss man dann einfach auch ab und zu mal durch. Ganz einfach. Und dann geht es weiter. Und ich mag es überhaupt nicht, zu jammern oder da jetzt so groß drüber das zu thematisieren. Und das war halt so. Fertig. Aber jetzt geht es wieder besser. Und das ist auch super so, weil es naht ja jetzt auch unsere Weihnachtswoche nächste Woche. Die Bestellungen kommen so langsam rein. Und nächste Woche müssen wir dann auch fit sein und dann gibt es nochmal richtig viele Sträuße, Weihnachtsgeschenke, was die Leute alles bestellen. Und da geht es nochmal wirklich, da zählt's. Und danach machen wir erstmal Urlaub. Da freue ich mich total drauf. Das wird echt genial. Ja, ich habe meine Amaryllis jetzt schön mit Moos dekoriert. Habe sie mit Seidenkiefer ausgesteckt, die Schale, und habe Magnolienzweige mit ihren schönen Knospen. Ich zeige es mal in der Kamera. Also Magnolienzweige, wenn man die ohne Wasser, guck mal, ob ich da eine Knospe zur Kamera bekomme. Ja, hier ist es, genau. Und Magnolien, wenn man diese Knospen ohne Wasser lässt, dann bleiben die so schön. Und das ist auch zum Beispiel jetzt so ein Zweig hier, so ein langer, für die Bodenvase. Und wenn das viele Zweige sind, das mit den Knospen, das ist natürlich irre. Ja, das ist wunderschön. Ich bin da totaler Fan davon. Ja, des Weiteren hatte ich mir überlegt, dass ich einfach in diesen Korb so 2 Zapfen reinlege.
Jetzt habe ich natürlich meine Zweige so gesteckt, dass ich kaum mehr Platz habe für die Zapfen. Doch hier, dass ich mir zwei Zapfen reinlege einfach. Und Zapfen kann man ja immer sehen. Zapfen sind winterlich, aber ich finde nicht unbedingt weihnachtlich. Und dann war mein Gedanke, dann lege ich mir einfach, weil es ja auch weiß und rot ist, ich lege mir einfach zwei schöne Kugeln mit rein. Aber die leg ich einfach rein und mehr mache ich dann auch, glaube ich, gar nicht. Doch eine Kleinigkeit wollte ich noch machen. Ich habe zuerst noch über Ilex nachgedacht. Das ist übrigens eine sehr schöne Alternative zu der Seidenkiefer mit den Beeren, ja, weil der so schön ist mit diesen kleinen roten Beeren. Aber ich glaube, ich habe jetzt so schöne Sachen drin. Ich lasse es und es kommen ja auch die Amaryllisblüten kommen ja auch nach oben. Und dann habe ich noch eine wunderschöne Deko, das nennt sich Canella. Das sind jetzt so haltbare Beeren, rote, ja, das heißt Canella. Und dann kann ich diesen Rotcharakter nochmal so schön betonen. Ich finde, das ist jetzt nochmal so eine Deko. Wow, also da muss ich euch noch ein paar Fotos davon im Abspann zeigen. Weil das Canella, das macht jetzt, finde ich, nochmal so richtig Laune hier drin. Das ist jetzt natürlich auch eine sehr schöne Alternative zu den Ilex-Zweigen. Das ist super. Und wenn ich das mit dem Canella jetzt fertig bin, dann würde ich sagen, lasse ich auch die Deko gut sein. Weil weniger ist manchmal mehr. Es reicht jetzt an Deko. Und dieses Canella kann man nach Weihnachten tatsächlich in die Kiste packen. Und kann es dann im nächsten Jahr, guck mal, wie schön das ist mit den Beeren, das ist der Hammer. Ja, und das kann ich tatsächlich im nächsten Jahr wieder verwenden. Das ist also ein ganz dolles Deko-Ware. Das ist auch ein, ich müsste es mal googeln, was das ist. Es ist was Natürliches, ist natürlich rot gefärbt, aber es ist ein Träumchen. Ja, und jetzt ist meine Schale mit meinen Amaryllis schon fertig. Die hat auch schon Gewicht, obwohl die nicht angegossen ist. Und wenn die Amaryllis dann rauskommen, dann werden die etwa so hoch. Ja, so. Und wenn ich dann mir überlege, dass das dann hier in Weiß und Rot und so, dass da etwa, naja, zwischen 8 und 12 Stielen rauskommen. Und ich habe ja auch Zeit, die zu Hause anzugucken. Da freue ich mich total drauf. Ja, und das war jetzt meine heutige Deko-Idee für, ja, als Geschenkidee für Weihnachten, als eigene Deko-Idee. Egal für was ihr es nehmt, aber es ist doch eine schnelle Idee. Und der schöne Tripod ist mal wieder toll dekoriert. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zugucken bis zum Schluss. Ich freue mich total, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich freuen, schreibt mal, ob das was für euch ist, ob ihr das nachmacht für euch. Und Bestellungen könnt ihr mir natürlich auch jederzeit wieder schicken an youtube@flowerstyle.de. Solltet ihr allerdings bald tun, weil es weihnachtet. Und es geht jetzt natürlich mit mächtigen Schritten darauf zu. Und die Post braucht auch ein paar Tage. Aber ich habe ja schon vieles versendet, nicht nur in Deutschland, auch ins Ausland. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und freue mich, dass ihr dabei wart. Und sage einfach bis zum nächsten Video. Mal gucken, ob ich über Weihnachten noch mal was mache. Ich überlege noch. Ich mache das so oft spontan. Auf jeden Fall, bis bald. Macht's gut, eure Margit. Tschüss.